Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Mario Odyssey. In dieser Folge schauen wir, dass wir auf jeden Fall das Bowserland abschließen. Und ich habe jetzt nachgeguckt, wo die letzten vier Monde denn sind. Und einer ist direkt hier neben der Odyssey. Der hier. Hier. Und dann fehlen nur noch drei, weil die Küstenland... Die Küsten. Warum komme ich immer auf Küstenlandkunst? Die Hinweiskunst in diesem Land, die ist woanders. So. Die ist ja im Wüstenland, aber wir gehen erst wieder ins Wüstenland zurück, wenn wir das Mondland so gut es geht abgeschlossen haben. Wenn wir die ganzen Länder, wenn wir das Mondland abgeschlossen haben, dann kümmern wir uns um die ganzen anderen Länder. Gut, und ja, schauen, dass wir die abschließen, bevor wir dann auf die finstere und stockfinstere Seite des Mondes gehen. Komm. Da hier. Ja, hier. Okay. Nochmal den Piekser hier. Und die anderen zwei Monde sind auf der gleichen Insel. Auf dem Ort hier hinten, hier. Einer ist direkt hier. Ein anderer ist woanders. Ach stimmt, hier war glaube ich das Loch, gell? Ja, ich muss mit den Peakmaps hier hoch. Ach, das habe ich noch gar nicht gemacht. Hoppala. Okay. Dann müssen wir aber... noch gucken, weil irgendwo hier unten ist Mond Nummer 9. Irgendwo hier, Moment, hä? Nein. Irgendwo hier, Moment, hier. Ja, ich sehe ihn. Wir sehen. Kümmern wir das um den hier. Und dann kann man mit Piepmaps ja da hochgehen. Okay. So. So, hier. Okay. Easy. Ja, dann haben wir es gleich. Müssen wir noch hier hin, zur inneren Mauer. Und ein Peepmap nach oben bringen. Dann haben wir alle Monde bis auf die Hinweiskunst. Richtig? Ja. Und dann können wir wieder zurück ins ins Mondland gehen. Beim Bowserland sind wir ja gerade. So, hier. Und wir sind oben. Das müssen wir nur noch dahinter, ohne zu sterben. Ja, das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Was, glaube ich, bescheuerter wäre, wenn die Verwandlung automatisch abgebrochen wäre, wenn man nur einmal getroffen würde oder so. Also zum Beispiel jetzt wäre die Verwandlung wieder vorbei. Das würde das Game, glaube ich, noch um einige schwieriger machen. Komm. So. Komm, Alter. Ja. Okay. Nehm hier. Ja. So, Moment. Und wir haben's. Jungs und Mädels, wir haben's geschafft. Wir haben alle Monde vom Bowserland. Jetzt müssen wir nochmal kurz zurückgehen. Wie viele Hinweiskünste noch fehlen? 1, 2, 3, 4 und jetzt geht's zum Mondland. Okay. Oh, das wird bestimmt sehr lustig. Weil dort fehlen uns noch auch lila Coins, aber ich glaube, ich weiß, wo wir die übersehen haben. Aber erstmal möchte ich wissen, wie viele Monde wir denn jetzt haben. 800 müssen wir doch jetzt voll haben, oder?
Haben wir jetzt damit die 800 geschafft? Nein, noch nicht. Das heißt allerdings, auf der finsteren Seite des Mondes gibt es auch nochmal einen Haufen Monde zu sammeln, oder? Ja, wir haben hier von den ganzen Ländern bis auf das Pilzkönigreich fast alle Monde. Das heißt, auf der finsteren Seite müssen noch ein Haufen Monde sein. Weil auf der stockfinsteren Seite ist ja, glaube ich, nur noch diese eine Herausforderung, die wir betreten können. Also die letzte schwierige Herausforderung, die gemacht werden kann. So, dann können wir gleich, bevor wir den Kack machen, die Hinweiskunst. Auf der Kehre, was sehe ich denn da? Ich sehe was auf der Kehre, Freunde. So, das ist doch unglaublich. Du hier oben, wir beide sind seit dem Wüstenland ja ganz schön weit rumgekommen. Wenigstens die Sterne nicht auch wunderschön. Apropos Sterne und so, ich habe hier was für dich. Einen Mond hast du für mich. Ein Urlaub beim Mondland. Besser geht's ja fast nicht, aber wie wär's mit... Ich hab's, einem Land, wo es die seltensten Pilze überhaupt gibt. Nichts leichter als das, mein Freund. Ich weiß den perfekten Ort für dich. Vorher muss ich aber noch tanken. Ins Pilzkönigreich geht er. So. Es ist schon möglich, vom Mond hinabzuschauen, statt umgekehrt. Irgendwo hier, Moment. Hier haben wir die. Moment, den Mond haben wir schon. Können wir löschen. Hinter dem blauen. Hier. Was bist du? Seeland? Gutlandkunst. Das heißt, das dürfte jetzt auch abgeschlossen sein, das Land. Ja, jetzt fehlt nur noch ein Wüstenland, zwei Länder, drei. Vier. Fünf Länder. Also müssten wir eigentlich fünf Hinweiskünste haben, oder wie? Wir haben vier. Und das Hammer. Auch schon. Jetzt haben wir gerade. Na Moment. Ein Vier braucht man nur, glaube ich. Ich habe doch keine Ahnung mehr, meine Fresse. Ne, zwei. Drei braucht man noch, genau. Weil ein Mond ist das, Moment. Das war im Seeland. Müssen nur noch einer fehlen. Ja, da müssen wir nämlich mit dem Kostüm hinkommen. Also passt, wir haben alles. Wir haben alle Hinweiskünste. Wir haben alle. Perfekto. Alter, warum habe ich die... Warum habe ich die da oben nicht? Lila Coins. Dann dürfte ich ja alle schon haben, oder nicht? Weil das sind drei auf der Kirche mal gerade hier gesehen. Das dürften wahrscheinlich auch drei sein. Und wir haben ganz sicher welche in der Röhre übersehen. Und was zum Geier? Wir haben ja schon welche gesehen. Aber ich glaube, uns fehlen dann trotzdem noch drei irgendwie. Aber wo? Vielleicht finden wir jetzt hier noch welche. So, und in diesem Land kaufen wir uns dann wieder ein neues Kostüm, meine Freunde. Das Astronautenkostüm, denke ich eher. Die drei haben wir. Die vier haben wir. Was haben wir denn hier? Wer bist denn du, mein Freund? Hey, Kumpel, Lust auf eine kleine Herausforderung? Laufen finden die meisten ganz schön, aber kaum jemand gibt sich richtig Mühe. Beim Pfeillaufen geht es genau darum. Okay, versuchen wir es. Ach, du Kacke. Oh, Kacke, das wird bescheuert. So, Moment. Komm, so ungefähr. Ah, 82, es reicht, aber es reicht. Es reicht tatsächlich. Okay, haben wir den Mund auch. Hier ist bestimmt auch wieder irgendein Stein. Der schon mal nicht, gut zu wissen.
Moment, schaffen wir das mit Weitsprüngen? Ja. Das schaffen wir tatsächlich mit Weitsprüngen. Perfekto. Boah, Alter. So. Da ist Peach. So. Da wusste ich doch, irgendeiner hat einen Stein drin. Ein Mond. So. Komm, geh kaputt. Ich muss aufpassen, wo ich ihn hinschieße, den Stein überhaupt. Nicht, dass ich den Abgrund runterschieße. Ich weiß nämlich nicht, ob der Stern dann verloren ist. Und wir haben ihn. Rollfels auf dem Mond. Perfekto. Ach, das war nicht Peach, das war ein Hase. Hoppala, Peach. Habe ich dich echt mit dem Hasen verwechselt? Den Hammer, okay. Ach, hier. So. Ist nix, ne? anrempeln. Ach, hier kriegen... Als ob man den Tipp erst im Mondland kriegt. So, was ich jetzt gucke, ist dahinter. Den Mond da hinten dürfen wir auch schon haben, oder? Wahrscheinlich. So. Den Mondquad aktivieren wir gleich. Wir gucken erstmal hier rüber. Ja, das haben wir schon, gell? Nein? Ja, dann haben wir tatsächlich alle Monde, alle Lila-Coins. Weil die drei noch auf der Kirche und die drei, die wir am Anfang der Mond-Ding-Passage nicht gesammelt gekriegt haben. Dann haben wir ja schon alle. Moin. Dachte, ich muss jetzt übelst lang suchen. Und ich dachte, diesen Mond habe ich schon. Wieso nicht denn? Egal. Wie viele Monde kommen denn dazu? Ein paar. Direkt einer hier drüben. Ach, das ist... Ach, du Kacke. Den haben wir aber schon. Ich bin ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den schon haben. Ja. Aber wie bin ich dann an der Kiste vorbeigelaufen? Aber jetzt kann ich das Quiz von der Sphinx machen. Jetzt sagt sie mir nicht, ich habe was Besseres zu tun. So. Leben. So, Sphinx, sagst du mir immer noch, ich habe was Besseres zu tun, oder kann ich jetzt ein Rätsel machen? Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso seine Kopfbedeckung begrüßt. Vermagst du meine Fragen zu beantworten? Welche Art von Blume hat... Raketengewächs war es. Diese Antwort ist korrekt. Bitte setze deinen Weg fort. Das Beantworten von Fragen scheint ein Hobby von dir zu sein. Hm? Nun, lass uns sehen, wie es dir bei der nächsten geht. Welche Tiere finden sich nicht in diesem Land? Hunde. Was? Schafe? Ich dachte, ich habe ein Schaf gesehen. Hm. Und die Objekte, die vom Himmel fielen, überall... Welches Geheimnis? Mondgestein. Freibare Antworten. Besonderer Moment aufgesperrt. Wo befindet sich der Geheimgang zum Hochzeitssaal in diesem Land? Es ist die Seitentür. Über dem Schatten unter der Glocke. Richtig, aber hast du es wirklich gewusst? Ich habe tatsächlich jetzt geraten, weil die anderen keinen Sinn ergeben haben. Den müssen wir also noch finden.
Wie bin ich in diesem Land? Per Luftschiff. Segel. Bitteschön, nimm dich, nimm das und scher dich fort. Dann haben wir jetzt alle Quizze gemacht. Jetzt gehen wir hier rein. Und nehmen erstmal das Geld mit. Wichtig. So. Dann der versteckte Schatz des Sphinx. Müssen wir mal nach oben kommen. Wir müssen auf... Ich glaube, ich sehe Peach, oder? Na, das sind... Das ist nicht Peach. Ach, da ist noch eine Flagge. Sehr interessant. Sehr interessant. Warum zum Geier sind hier solche? So, Moment. Warum zum Geier ist hier... Da sind hier... Da ist ein Mond, da ist ein Mond. What the fuck? Ich sammle gerade noch einen. Sehr interessant, was es hier gibt. Okay, hier in der Kirche sind tatsächlich noch sehr viele Monde wahrscheinlich. So, Moment. Da oben ist Peach. Über der Glocke. So, geh mal hier hin. Und wo? Da oben sind die letzten drei, die wir noch brauchen. Und Lila Coins, weil die anderen drei müssen wir irgendwie noch rankommen. Wir wissen, wo sie sind. Wir müssen nur rankommen. So, irgendwo hier war er. So, wir können jetzt mit Peach reden, aber da habe ich gerade wenig Bock zu. Wir sammeln, glaube ich, erst die Lila-Coins fertig. Gut, Moment. Gut. Haben wir den Mond auch? Und dann tun wir uns den da unten. So. Okay, Moment. Naja, dann gucken wir erstmal in den Shop rein. Da habe ich jetzt echt Bock zu. Einfach, dass wir ein Kostüm haben. Ja, was anderes, außer mit Samurai hier rumlaufen. Und dann, glaube ich, gucken wir, dass wir die Lila Coins kriegen. Und wir gucken mal kurz in die Monde rein. 15. Okay. Und okay, ich habe gerade den Hund gesehen. Ja, ich weiß, aber erstmal kaufen wir uns den Mond. Von diesem Land. Und dann holen wir uns ein Kostüm. Das war das Astronautending. Jetzt umziehen. Und dann holen wir uns noch die zwei den Sticker und das Ding und dann können wir den Rest nicht kaufen, weil uns die letzten drei Lila Coins fehlen. So. Jetzt sind wir Astronaut Mario. Und wir gucken mal, was der Hund von draußen will. Er zeigt mir was. Braver Hund. Ja. Komm mal mit, Hundis. Hier was. Oder hier. Ja, hier ist was. Okay, perfekto. So.
Eine Münze. Willst du mich verarschen? Hier? Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird mein Controller vibrieren. Als ob hier nur Münzen sind. Okay, hier ist was. Gut. Echt nur eine Münze? Der Hund gibt mir doch safe einen Mond. Vielleicht hier hinten? Nee, vielleicht hier drüben. Also ich jetzt erst. So, hier. Rumgeschleiche im Krater. Okay, perfekt, oder? Ist hier was für dich, Hundi? Der Mond ist wieder da, wie es ausschaut. Ach, Captain Toad, du bist auch hier. Du hast Bowser besiegt. Nun ja, das gelingt dir ja gelegentlich immer, aber trotzdem. Gute Arbeit. Ach, ich bin derweil auch nicht untätig gewesen. Ich habe einen Mond für dich aufgetrieben. Danke. Aber wo ist dieser Drecksboden mit dem Hund? Vielleicht muss ich tatsächlich die Stufe runtergehen. So, also hier lang. So, ich sehe schon mal einen Mond, den der Mondkrater mitgebracht hat. Also der Mondquader meine ich, nicht Krater. Ja, natürlich hat der jetzt einen zweiten Mond gekriegt. Habe ich hier einen Mond? Hund, bist du verrückt? Er gräbt. Ja, hier habe ich was gespürt. Auch nur Münzen. Echt jetzt? Er sieht was. Er hat was gegraben. Er spürt was. Hier. Auf dem Mond gefunden. Guter Hund. Ah ja, dann haben wir jetzt den Mond. Den Mond mit dem Hund. Okay, dann würde ich tatsächlich sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge sammeln wir einfach weiter Monde und die letzten 3 Lila-Coins. Ciao. Euer Gladius.